بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Meine lieben Geschwister, ich freue mich, dass wir uns heute wieder hier treffen in der Dar es-Salaam-Moschee. Und wie versprochen, werden wir heute inshallah ta'ala unsere Reihe fortführen über die Zeichen des jüngsten Tages. Und alhamdulillah haben wir bisher den Großteil der kleinen Zeichen besprochen. Von der Entsendung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zu einem Herrscher unter den Muslimen, der Al-Jahjah heißt, und die ganzen anderen Zeichen, welche wir erwähnt haben. Und wir hatten gesagt gehabt, dass wir jetzt auf ein Zeichen eingehen werden, was zu den kleinen Zeichen gehört, nicht zu den großen Zeichen, aber welches eine Überleitung zu den großen Zeichen des jüngsten Tages ist. Und wir werden uns heute inshallah ta'ala und vielleicht auch noch in der kommenden Woche mit diesen Zeichen beschäftigen und mit den Ereignissen, welche mit diesem Zeichen verbunden sind. Und das Zeichen, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen, ist das Erscheinen des Al-Mahdi. Das Erscheinen des Al-Mahdi. Und wir werden insha'Allah ta'ala zunächst erst einmal schauen, wer ist überhaupt diese Person Al-Mahdi? Und welche Bedeutung hat sie für uns Sunniten? Und welche Bedeutung hat sie für die Schiiten? Weil der Begriff Al-Mahdi oder die Person Al-Mahdi ist eine Person, die gerade bei den Schiiten eine sehr, sehr zentrale und wichtige Rolle spielt. Warum? Das werden wir gleich erklären, insha'Allah ta'ala. Und wir werden auch kurz auf die Vorstellungen der Schiiten zu Al-Mahdi eingehen. Und dann wollen wir insha'Allah ta'ala schauen, welche Position und welche Stellung Al-Mahdi für uns Sunniten hat, damit wir da auch ganz klar unterscheiden können. Wir werden sehen, dass es da grundlegende Unterschiede gibt zwischen unserer Vorstellung und der Vorstellung der Schiiten. Zunächst erst einmal stellt sich eine wichtige Frage. Der Begriff Al-Mahdi, was bedeutet er eigentlich? Was heißt das Wort Al-Mahdi? Weil Al-Mahdi ist ein Titel. Es ist nicht der Name dieser Person selbst. Das heißt, die Person kommt nicht mit dem Namen Al-Mahdi auf die Welt. Sondern es handelt sich hierbei um einen Titel dieser Person, welche der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieser Person zugeschrieben hat. Was bedeutet jetzt das Wort Al-Mahdi? Der Rechtgeleitete. Absolut korrekt. Derjenige, der rechtgeleitet ist und derjenige, der ja, geführt wird und geleitet wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Es kommt von dem Verb Hada. Und Hada ist der Leiten, Führen. Und davon kommt auch das Wort Huda. Und Huda ist Rechtleitung. Und davon lassen sich dann Wörter herleiten wie Hadi. Hadi ist jemand, der leitet und der führt. Und Mahdi ist dann das Partizip Passiv, also in der passiven Form, ist derjenige, der geführt wird, derjenige, der geleitet wird. Al-Mahdi hat häufig noch einen weiteren Namen oder einen weiteren Titel, der dann nochmal als Adjektiv, als Beschreibung für Al-Mahdi verwendet wird. Und zwar hört man häufig das Wort Al-Mahdi Al-Muntadhar. Al-Mahdi Al-Muntadhar. Und Al-Muntadhar ist wiederum ein Passiv, Partizip Passiv, bedeutet so viel wie der erwartete Al-Mahdi. Der erwartete Al-Mahdi.
Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat in mehreren Überlieferungen über diese Person des Al-Mahdi gesprochen. Es handelt sich bis zu 50 Überlieferungen, von denen einige authentisch sind, einige noch akzeptabel sind, also auf Arabisch Hasan, es gibt ja diese drei Stufen, Sahih, Hasan, Da'if. Sahih, Hasan, Da'if. Sahih ist was? Absolut authentisch. Hasan ist authentisch, aber nicht so authentisch wie ein Sahih-Hadith. Warum? Weil nämlich in der Überlieferung ein Überlieferer ist, der nicht ganz so genau ist wie die Überlieferer in einer Kette, wo nur also Überlieferer sind, die sehr genau überliefern und auch gleichzeitig vertrauenswürdig sind. Und dann gibt es natürlich die letzte Kategorie, das ist dann was? Ein Da'if-Hadith. Und Da'if heißt was? Schwach. Und gehört zu der Kategorie der nicht akzeptierten Hadithe. Jedoch können Hadithe, die auch Da'if sind, wenn sie gestützt werden durch andere Da'if-Hadithe, aufsteigen zu einem Hasan bi ghayrihi Hadith. Was heißt das? Zu einem Hadith, der Hasan ist, nicht in sich selbst, sondern der gestützt wird durch einen anderen Hadith und somit dadurch akzeptabel wird. Gerade wenn die Grundidee vorhanden ist in der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam oder gestützt wird durch den Koran. Und dementsprechend, damit wir vielleicht nur diesen kurzen Exkurs machen in die Hadith-Wissenschaft, dass wir das wissen. Also, die drei Hauptkategorien von Hadith sind Sahih, Hasan, Da'if. Der Sahih und der Hasan lassen sich nochmal unterteilen in Sahihun li dhatihi und Sahihun li ghayrihi. Und der Hasan auch Sahihun li dhatihi, Hasan li dhatihi und Hasan li ghayrihi. Was heißt das? Was bedeutet das? Hasan oder Sahih li dhatihi heißt für sich selbst oder in sich selbst authentisch. Sahih li ghayrihi bedeutet, er ist eigentlich Hasan, der Hadith, wird aber gestützt durch einen anderen Hasan-Hadith und wird somit zu einem Sahih-Hadith. Ja, aber nicht, weil er selbst in sich Sahih ist, sondern weil er gestützt wird durch einen anderen Hadith. Verständlich? Ja, ich hoffe, das ist verständlich. Und genauso auch der Hasan. Der Hasan, ja, ist li ghayrihi bedeutet, wie ich es gerade erklärt habe, er ist eigentlich nicht Hasan, dieser Hadith, aber er wird gestützt durch einen anderen Hadith, der ihn somit zu einem Hasan-Hadith macht und somit einem akzeptablen Hadith macht. Dass wir einfach kurz nur das auch verstehen, inshallah. Und die Mehrheit der muslimischen, sunnitischen Gelehrten ist sich darüber einig, dass diese Person Al-Mahdi eine Person ist, die es wirklich gibt. Obwohl sie nicht im Koran erwähnt wird. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Im Koran gibt es keine Erwähnung zu Al-Mahdi. Keine einzige Ayah, die im Koran über den Al-Mahdi spricht. Aber das bedeutet nicht, dass es deswegen nicht stimmt oder nicht vorhanden ist. Weil der Koran uns immer wieder auf wen hinweist? Auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, es gibt viele Dinge, welche nur in der Sunna vorhanden sind, aber nicht im Koran. Kennt ihr noch andere Persönlichkeiten oder Personen, welche in der Sunna erwähnt werden, aber nicht im Koran? Oder vielleicht auch bestimmte Dinge, die in der Sunna erwähnt werden, aber nicht im Koran. Okay, wie man betet, genau, also ausführlich, wie man betet, richtig. Kennt ihr vielleicht Personen, die in der Sunna erwähnt werden, aber nicht im Koran? Also jetzt, an die wir glauben als Muslime, dass sie erscheinen werden. Ja, oder auch, wie gesagt, erschienen sind, wie auch immer. Der Dajjal, über den wir noch sprechen werden, der Messias Dajjal, er wird an keiner Stelle im Koran erwähnt. Und trotzdem, wir werden noch darüber sprechen, wird er ausführlich in der Sunna beschrieben. Ausführlich in der Sunna beschrieben, subhanallah. Wir werden auch noch darauf eingehen, was die Weisheiten sein könnten, warum der Koran das nicht anspricht, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ja, da kommen wir, ich überlege mir, ob ich das heute ansprechen werde oder dann, wenn wir über den Dajjal sprechen werden. Gucken wir mal, wie wir zeitlich jetzt heute vorankommen, inshallah. Das heißt mit anderen Worten, es muss nicht immer alles im Koran stehen. Weil der Koran uns ja darauf hingewiesen hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Gesandter Gottes ist. Und dementsprechend der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte unterschiedliche Formen von Offenbarung. Er hat einmal den Koran als Offenbarung, als eigenständige Offenbarung, was für uns Gottes Wort ist. Und dann hatte er aber auch noch andere Formen von Offenbarung.
Wie beispielsweise, dass Allah ihm direkt etwas eingegeben hat. Oder Jibril ihm etwas eingegeben hat, aber was nicht Koran ist. Oder dass er einen Traum gesehen hat. Und der Delil dafür, der Beleg dafür, dass das eine Form von Offenbarung ist, ist offensichtlich. Und zwar die Geschichte von Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. hat gesehen, wie er im Traum seinen Sohn Ismail schlachtet. Wäre es keine Offenbarung, hätte er es dann tun dürfen? Nein. Aber er ist ein Gesandter Gottes. Und er hat diese Offenbarung bekommen. Und er wusste, es handelt sich um eine Offenbarung, obwohl es im Traum gewesen ist. Und daran erkennen wir, es muss nicht alles über Jibril a.s. offenbart worden sein. Sondern es gibt Dinge, die über den Koran offenbart wurden. Und es gibt Dinge, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam offenbart bekommen hat. Und dass wir, das erwähnen wir einfach vielleicht eine der Weisheiten, die dahinter stecken, nehmen wir einfach vorweg, inshallah wa ta'ala, sodass wir als Muslime nicht nur den Koran als Offenbarung Gottes ansehen, sondern mit dem Koran auch noch die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. So als hätte Allah Ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam ein Geschenk gemacht für seine Ummah. Ein Geschenk gemacht für seine Ummah. Womit Allah Ta'ala den Propheten sallallahu alaihi wa sallam ehren wollte und gleichzeitig auch denjenigen, welche den Propheten sallallahu alaihi wa sallam wirklich als Propheten akzeptieren und nicht nur einfach als Übermittler der Botschaft Gottes, auch ehrt, weil er ihnen nämlich somit Informationen gibt, die sie sonst so im Koran nicht gefunden hätten. Natürlich kommen jetzt wieder einige, die Koran nehmen und sagen, das ist alles Unsinn, das ist alles Quatsch. Aber wir sehen ja, was bei den Koraniten alles falsch läuft. Ja? Und zu welchen Ergebnissen sie kommen. Dass Ramadan nicht nach dem Mond berechnet wird, sondern dass Ramadan nach dem Sonnenkalender geht. Und die fasten jetzt Ramadan im September. Ja? Ja? Solche Sachen kommen dann dabei heraus. Ja? Und da sehen wir, was das für ein Irrweg ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns doch bewahren. Und deswegen, Al-Mahdi steht nicht im Koran, das ist richtig. Aber es gibt etliche Überlieferungen, welche bestätigen, dass es diese Person geben wird. Und einige der Gelehrten haben sogar gesagt, dass der Mahdi als Person mutawatir überliefert wird. Nicht eine einzelne Überlieferung, sondern in ihrer Gesamtheit aller Überlieferungen kann man sagen, dass mutawatir überliefert wurde, dass es eine Person geben wird und erscheinen wird, die Al-Mahdi heißt. Meine Frage an euch, was war nochmal mutawatir? Das ist ein wichtiger Begriff. Ich möchte, dass ihr diese Begriffe aufschreibt. Merkt euch das. Das sind so alles Dinge, so sahih, hasan, da'if. Ja? Wenn man das nicht aufschreibt, vergisst man das sofort im selben Moment wieder. Schreibt mit, merkt euch diese Dinge. Mutawatir, was heißt mutawatir? Was bedeutet Mutawatir? Ja. Nein, nicht erwarten, nein. Was heißt Mutawatir? Das ist Muntadar. Was heißt Mutawatir? Das ist ein Mutawatir-Hadith. Ja, du gehst in die richtige Richtung. Korrekt. Ja? Also, es kommt ja von Watara. Was ist ein Watar in der arabischen Sprache? Das ist eine Saite beispielsweise. Watar in der arabischen Sprache, eine Saite von einer Geige oder einer Gitarre. Ja? Was passiert, wenn ich diese Saite anfange? Fängt an, sich schnell schon zu bewegen. Ja? Mutawatir ist aufeinanderfolgend. Ist aufeinanderfolgend. Das heißt, dass so viele Menschen diesen Hadith überliefert haben, und zwar in jeder überlieferer Generation, dass man ausschließen kann, dass sich diese Menschen auf eine Lüge geeinigt haben. Ist das verständlich? Ich habe das schon öfters mal erklärt. Ja, auch mit dem Beispiel mit dem Unterricht habe ich schon oft erklärt. Ja? Ja, wenn ihr alle jetzt sagt, heute hat Farid hier einen Unterricht gehalten, dann ist das was? Mutawatir. Über die Einzelheiten kann man sich streiten. Du merkst dir vielleicht eine Sache, du merkst dir eine Sache, das ist dann nicht mein Mutawatir. Aber dass ich heute den Unterricht gehalten habe, wenn ihr das alle erzählt, dann ist das was? Mutawatir überliefert. Also ich kann zu 100% sagen, Farid hat heute hier am Mittwoch, dem 18.05.2022 um 18.26 Uhr einen Unterricht gehalten. Das ist Mutawatir, khalas. Wer das in Frage stellt, der stellt etwas in Frage, was zu 100% gesichert überliefert wird. Und deswegen sozusagen ist das ein
eine Gewissheit. Es ist nicht mal nur ein so mögliches Wissen, es ist ein gewisses Wissen. Es ist eine Gewissheit. Und genauso auch mit den Überlieferungen über den Mahdi. Es gibt keine einzelne Überlieferung, die die Stufe des Mutawatir hat. Also die Einzelheiten, die wir über den Mahdi wissen, die sind nicht Mutawatir. Aber was ist Mutawatir? Dass es ihn gibt. Auch wenn wir nicht ganz genau wissen, ob jede dieser Überlieferungen die Eigenschaften über ihn erwähnt, dann auch so authentisch ist. Und ob das der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wirklich gesagt hat oder nicht. Und demnach können wir erst einmal davon ausgehen, meine lieben Geschwister, dass es diese Figur auf jeden Fall gibt. Oder dass sie noch erscheinen wird. Ich meine, es gab in der Geschichte, wie wir noch sehen werden, insha'Allah ta'ala, mehrere Menschen, die behauptet hatten, Al-Mahdi zu sein. Mehrere Personen. Aber keiner von ihnen ist es wirklich gewesen. Und diese Person wird in jedem Fall noch kommen. Es gab jetzt einige Gelehrte, welche gesagt haben, also für uns sind diese Überlieferungen nicht wirklich überzeugend. Und wir glauben nicht, dass es diese Person Al-Mahdi wirklich gibt. Es sind einzelne Gelehrte gewesen, auch wirklich durchaus große Gelehrte, welche das in Frage gestellt haben. Zu diesen Gelehrten gehören beispielsweise der große Soziologe, der Begründer der Soziologie, wisst ihr, wie der Begründer der Soziologie heißt? Ist ein Muslim gewesen. Wer hat die Sozialwissenschaften, diese Disziplin begründet? Ist ein großer Universalgelehrter gewesen. Der letzte Universalgelehrte in der islamischen Geschichte wahrscheinlich. Ibn Khaldun. Habt ihr schon mal gehört, oder? Ibn Khaldun. Gibt das Wort? Muqaddimat ibn Khaldun. Ja, die Einführung, die Muqaddimat wird auch so einfach übernommen, die Muqaddimat von Ibn Khaldun. Das ist nur die Einleitung zu seinem Werk. Das ist an sich schon ein Werk. Die Einleitung, ja, ist an sich schon ein Werk. Und er ist der, sozusagen auch westliche Wissenschaftler, die stehen das auch ein, er ist der Begründer der modernen Soziologie. Ja, also ein muslimischer Gelehrter gewesen. Und auf jeden Fall, er stammt, glaube ich, aus dem heutigen Tunesien, soweit ich mich entsinnen kann. Und er ist einer, der sagt, aus seiner Sicht gibt es diese Gestalt, ist er Mahdi nicht. Ebenso ein großer muslimischer Reformer, dessen Namen ihr auf jeden Fall auch kennen solltet, das ist Muhammad Rashid Rida. Muhammad Rashid Rida. Wer war Muhammad Rashid Rida gewesen? Muhammad Rashid Rida, er hat im 19. Jahrhundert gelebt und ich glaube auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Und er hat eine Zeitschrift herausgebracht, eine die größte und bekannteste islamische Zeitschrift der damaligen Zeit. Ich glaube sogar die erste, ich weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall die größte und bekannteste gewesen. Und die heißt Majallat al-Manar. Majallat al-Manar. Und ich kann euch nur raten, euch mal mit diesen Persönlichkeiten zu beschäftigen. Muhammad Rashid Rida. Ja? Also gerade Leute, die aktiv sind, sollten das auf jeden Fall kennen. Muhammad Rashid Rida. Ja? Das ist jemand auch, der sozusagen die Persönlichkeit des Al-Mahdi eher in Frage gestellt hat. Und er hat es unter anderem damit begründet, dass weder Bukhari noch Muslim Überlieferungen über Al-Mahdi überliefert haben. Das muss aber nicht heißen, dass es deswegen nicht authentisch ist. Weil Bukhari und Muslim, die beiden wirklich authentischsten Hadithbücher, die wir haben, haben an keiner Stelle behauptet, sie hätten alle Überlieferungen, die authentisch sind, gesagt. Deswegen gibt es noch andere authentische Überlieferungen, die wir nicht in Bukhari und Muslim finden. Die wir nicht in Bukhari und Muslim finden. Und auch einige andere haben das ebenfalls verlangt, aber man muss sagen, die Ahle Sunnah wal Jama'a, die Mehrheit der sunnitischen Gelehrten, sieht die Person Al-Mahdi als eine Person an, die wirklich existiert oder die noch erscheinen wird. Was zu den Zeichen, den kleinen Zeichen des jüngsten Tages gehört. Tamam. Okay. Bevor wir jetzt insha'Allah ta'ala auf Al-Mahdi selbst eingehen, was wir heute wahrscheinlich jetzt so nicht mehr schaffen werden, das haben wir jetzt auch von vornherein aufgeteilt in Teil 1 und Teil 2, geht es zunächst erst einmal eine Sache zu verstehen. Nicht, dass wir da durcheinander kommen. Das, was wir nämlich am Anfang erwähnt hatten. Sowohl die Sunniten als auch die Schiiten glauben an Al-Mahdi. Aber unser Glaube an Al-Mahdi unterscheidet sich komplett
von dem Glauben der Schiiten an Al-Mahdi. Wir wollen jetzt herausbekommen, was ist der Unterschied. Und das können wir nur, indem wir uns anschauen, wer der Al-Mahdi für die Schiiten ist. Zunächst einmal, weil ich weiß, dass es vielleicht auch einige gibt, die jetzt auch mit dem Begriff Schiiten nichts anfangen können, erkläre ich jetzt kurz und schaue auch mal. Und zwar, die Umma des Islam ist gespalten in zwei große Gruppen. Einmal in die Sunniten, welche ca. 90% der Muslime darstellen, und dann die kleinere Gruppe in Schiiten. Was heißt das Wort Schiiten? Es bedeutet Schia, also auf Arabisch Schia, es bedeutet Partei. Und zwar welche Partei? Die Partei Alis. Schi'atu Ali. Wann sind die Schiiten entstanden? Die Schiiten sind entstanden, nachdem es zu einem Streit zwischen Muawiyah ibn Abi Sufyan und dem vierten rechtgeleiteten Kalifen Ali ibn Abi Talib kam. Dieser Konflikt endete dann in der Schlacht von Siffin im Jahr 37 nach der Hijra. Im Jahr 37 nach der Hijra unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Hier kann man noch nicht wirklich von Schiiten sprechen, wie wir sie heute kennen. Aber das waren die Anfänge gewesen. Die eigentliche Entstehung des Schiitentums ist auf 23 oder 24 Jahre später zu datieren. Und zwar auf das Jahr 61 nach der Hijra. Das ist nur ganz kurz, damit wir das verstehen, inshallah. Was ist denn im Jahr 61 nach der Hijra geschehen? Das ist ein Datum, das ihr euch merken müsst. Und zwar ganz konkret am 10. Al-Muharram, 61 nach der Hijra. Genau, richtig. Genau. Massakriert. Genau, Punkt. Ja? Das heißt, es ist ein trauriger Tag für die Muslime. Warum? Weil an diesem Tag nämlich der Enkelsohn unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam seiner gesamten Familie massakriert wurde. Zu diesem Zeitpunkt war wer an der Macht gewesen? Der Sohn von Muawiyah ibn Abi Sufyan, nämlich Yazid ibn Muawiyah. Wir als Sunniten sehen das zwar so, dass er das nicht direkt angeordnet hat, seine andere Geschichte soll sie sich weiterhin beschäftigen, aber auf jeden Fall sein Handlanger, ja, der die Truppen befehlt hat, hat dann ihn massakriert mit der gesamten Familie. Das ist ein Trauertag, also ein trauriger Tag. Natürlich, auch hier unterscheiden wir uns Sunniten von den Schiiten, wie wir daran gedenken, ja, aber, oder wie wir uns daran erinnern, aber das ist ein anderes Thema. Gut. Jetzt ist das Schiitentum entstanden. Woran glauben die Schiiten in erster Linie? Bevor wir, inshallah ta'ala, darauf zu sprechen kommen, müssen wir erst einmal die Schiiten in drei Gruppen unterteilen. Merkt euch das, schreibt das mit. Das sind sehr interessante Informationen. Die hört ihr vielleicht so nie wieder. Ja, oder ihr müsst dann extra recherchieren, ein Buch rausnehmen über das Schiiten. Ja, schreibt einfach mit, ihr profitiert davon, inshallah ta'ala. Und zwar, es gibt drei große Gruppen von Schiiten. Wobei die größte, die ist, über die wir uns heute auseinandernehmen, über die wir reden werden gleich, inshallah, gerade in Bezug auf den Mahdi. Und zwar gibt es einmal die 5er Schiiten, die 7er Schiiten und die 12er Schiiten. Es gibt die 5er Schiiten, die 7er Schiiten und die 12er Schiiten. Wer sind die 5er Schiiten? Wie nennt man sie? Weiß das jemand? Die 5er Schiiten sind die Sayyiditen. Wo findet man die Sayyiditen heute? Sayyiditen. Sayyidiyya. Nein, nicht in Jemen. Nein, nicht in Jemen. Jemen. Das sind die Houthis. Dieser ganze Konflikt, den wir jetzt in Jemen haben, wo sie sich gegenseitig jetzt da unten bekämpfen, ja, der ist zwischen den Houthiyin, die Sayyiditen sind, und zwischen den jemenitischen Sunniten. Kurz gefasst. Ich bin auch kein Experte auf dem Gebiet, aber das erstmal sozusagen kurz gefasst. Ja, also ihr seht, wie wichtig es ist, dass man sowas weiß. Ja. Eigentlich sind die Sayyiditen den Sunniten am ähnlichsten von den Schiiten. Und es gibt sogar große Imame der Sayyiditen, die ursprünglich Sayyiditen waren, die für uns heute auch noch eine große Rolle spielen. Wisst ihr wer zum Beispiel? Al-Imam al-Shawkani und Al-Imam al-San'ani. Das sind alles ursprünglich sayyidische Gelehrte, die aber dann sozusagen auch meines Wissens dann dem Sunniten zugeordnet werden. Aber wenn man zum Beispiel das Fiqhbuch von As-San'ani, Subul al-Salam, liest, findet man immer wieder auch Hinweise auf sayyidische Gelehrte. Tamam, das dazu. Dann gibt es die sogenannten 7er Schiiten. Wer sind das? Wer sind die 7er Schiiten? Wie heißt man? Wie heißen sie? Nein.
Das sind die Ismailiyya, die Ismailiten. Und warum Fünfer, Siebener? Weil die Schiiten haben sich gespaltet mit der Anzahl der Imame. Das heißt, die Fünfer-Schiiten haben gesagt, selbst unser Imam und dann die Nachfolger. Deswegen haben sie bis heute auch einen Imam. Ich weiß nicht, wie viel es heutzutage ist, aber sie gingen weiter die Kette. Die Siebener haben auch immer noch einen Imam. Und wer sind das? Das sind diejenigen, welche das Fatimidische Reich gegründet haben in Ägypten und ganz Nordafrika, die eine wichtige Rolle gespielt haben, auch in der islamischen Geschichte. Das wird es einfach auch wissen, inshallah. Heute sind sie nur noch eine kleine Gruppe, aber früher waren die Ismailiten ja wirklich sehr, sehr einflussreich gewesen. Sehr, sehr einflussreich. Und dann haben wir wen? Die Zwölfer Imame Schiiten. Und das ist die größte Gruppe, die wir in Irak finden, die wir im Iran finden. Ja? Wenn wir von Schiiten heutzutage sprechen, dann sprechen wir immer von diesen Schiiten. Das sind die sogenannten Imamiten oder die Ja'fariten. Ja'fariten, weil sie nämlich ihren Fiqh von wem nehmen? Von Imam Ja'far as-Sadiq. Und Imamiten, weil für sie das Imamat eine ganz wichtige Rolle spielt. Und warum heißen sie Zwölfer Schiiten? Das kommt jetzt zu unserem Thema. Das musste alles sein, damit wir das verstehen. Sonst verstehen wir das ganze Thema nicht. Ja? Weil sie nur 12 Imame haben. Im Unterschied zu den 5er und den 7er Schiiten, die bis heute Imame haben, die heißen nur 5er, weil sie sich ab dem 5. Imam gespalten haben von den anderen Schiiten und 7er, weil sie sich ab dem 7. Imam dann gespalten haben von den anderen Schiiten, ja? Haben die 12er Imame Schiiten wirklich nur 12 Imame. Gut. Und jetzt kommen wir zu Mehdi. Ganz wichtig, das mussten wir erklären, damit wir verstehen, wer Al-Mahdi für die 12er Imame Schiiten ist. Und zwar, Al-Mahdi ist bei den 12er Imame Schiiten der 12. Imam. Warum heißt er aber Al-Mahdi? Weil sie nämlich glauben, dass er, als er noch ein Kind gewesen war, verschwunden ist. Und sich versteckt hält seitdem, also seit über 1200 Jahren, hält er sich versteckt in einem sogenannten Sirdab, in einer Höhle, und wartet auf den Zeitpunkt, wo er dann wieder hinaustreten wird in die Welt, um Gerechtigkeit zu verbreiten und das Unrecht zu beseitigen. Ganz, ganz wichtig. Da sehen wir, ein kompletter Unterschied. Ein kompletter Unterschied. Wenn also die Schiiten heutzutage über den Mahdi sprechen, dann meinen sie damit wen? Den 12. Imam. Und wie hieß dieser 12. Imam? Der 12. Imam, ja, bei den Schiiten, ja, ist, ganz kurz mal, ich habe jetzt gerade einen Fehler, eine Sekunde nur. Warum steht das hier nicht? Ganz kleinen Moment. Komisch, ich hier gerade. Gib mir was, ich muss noch ganz dein Handy nehmen. Ich habe jetzt gerade hier einen kleinen Fehler gemacht. Entschuldigung. Ich will jetzt keine falsche Information jetzt hier verbreiten. Ja, da kann auch nur ganz kurz. Kannst du nur auf Google gehen? Ja, Entschuldigung, manchmal ist die besser. Ich habe gerade einen Fehler gemacht hier. So. So, genau. Barakallah, du hast mich gerettet. Und zwar, wo war denn das immer gewesen? Ja. Genau, ja, das ist richtig. Also wir haben nur gerade einen Denkfehler gehabt. Und zwar Muhammad ibn Hassan. Muhammad ibn Hassan. Sein Vater ist der 11. Imam, Hassan al-Askari. Und seine Mutter ist eine Frau mit dem Namen Nergis Khatun. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und er ist am 15. Schaban 255 nach der Hijra in Samurra geboren. Und wie gesagt, soll dann als Kind geflüchtet sein. Und jetzt gibt es zwei
Arten von Abwesenheit. Ghaiba, ja? Muhammad ibn Hassan. Al-Mahdi, ja, aber sein Name, ist ja nur ein Titel, Mahdi. Ja? Und sein Name ist Muhammad ibn Hassan. Also sozusagen, er ist der 12. Imam nach den Schiiten. Und ja, er hat sich dann zurückgezogen in einer Höhle, war zunächst erst einmal für einige Jahre dann in der Verborgenheit gewesen, hatte aber noch Kontakt zu sogenannten 4 Sufara, das sind 4 Boten gewesen. Und dann hat er sich komplett zurückgezogen, bis in unsere heutige Zeit. Ja, und das ist dann die sogenannte große Abwesenheit. Es gibt die kleine Abwesenheit und es gibt die was? Große Abwesenheit. Al-Ghaiba al-Sughra und Al-Ghaiba al-Kubra. Die Al-Ghaiba al-Sughra ging, soweit ich mich jetzt entsinnen kann, 40 Jahre. Ja, und dann begann die Al-Ghaiba al-Kubra, diese große Abwesenheit, die bis unsere heutige, ja, oder Verborgenheit, die bis unsere heutige Zeit anhält, aus Sicht der Schiiten. Das ist natürlich etwas, was wir als Sunniten ganz klar als falsch ansehen und für uns keine Grundlage in der Religion. Für die Schiiten ist es eine der wichtigsten Grundsäulen ihres Glaubens. Ja, und ich möchte jetzt nicht darauf näher eingehen, aber das ist erst einmal sozusagen, damit wir das verstehen. Also mit anderen Worten, wenn die Schiiten vom Mahdi sprechen, dann sprechen sie vom 12. Imam. Dann sprechen sie nicht von dem Mahdi, an dem wir glauben, sondern sie sprechen hier von jemandem, der dann kommen wird, um im Grunde genommen das Schiitentum zu verbreiten. Um sich an den Umayyaden und den Nachfolgern der Umayyaden, aus ihrer Sicht die größten Feinde der Schiiten überhaupt, dann zu rächen. Das ist ihre Sichtweise vom Mahdi. Diese Sichtweise, sie unterscheidet sich ganz klar von unserer Sichtweise zum Mahdi. Wer ist jetzt Al-Mahdi? Aus unserer Sicht. Und zwar hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam Folgendes gesagt. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي الله أكبر. Wenn von dieser Dunya nur noch ein einziger Tag übrig bleiben würde, dann würde Allah Ta'ala diesen Tag verlängern, damit er einen Mann schickt, der von mir ist oder von meiner Familie. Sein Name ist gleich meinem Namen. Und der Name seines Vaters gleicht dem Namen meines Vaters. Also wie heißt er? Muhammad ibn Abdullah. Sein Name ist Muhammad ibn Abdullah. Das ist sein Name. Er selbst heißt Muhammad und sein Vater heißt Abdullah. Das ist eine Eigenschaft von ihm. Was können wir noch daraus entnehmen? Und zwar, wir können daraus entnehmen, dass er zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehört. Er ist also ein Nachkomme unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Über welche Linie? Über die Linie von Al-Hasan ibn Ali. Über die Linie von Al-Hasan ibn Ali. Nicht von Al-Hussein, sondern von Al-Hasan ibn Ali. Weil wir wissen, Al-Hasan, der Bruder von Al-Hussein, radiyallahu anhuma, ja, er war ja, er ist aus Sicht der Schiiten der zweite Imam. Der erste Imam ist wer? Ali. Dann kommt der zweite Imam, das ist was? Al-Hasan. Und nachdem Al-Hasan verstorben ist, war es dann wer gewesen? Al-Hussein. Und dann die Nachfolge von Al-Hussein. Und dann die Nachfolge von Al-Hussein. Und für uns, ja, ist Al-Mahdi nicht ein Nachfolger von Al-Hussein, sondern er ist ein Nachfolger von Al-Hasan ibn Ali, wie es aus einigen Überlieferungen. Was ist jetzt seine Aufgabe? Und zwar der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt dies auch in dieser Überlieferung. Er sagt dies auch in dieser Überlieferung. Und zwar, يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدَلًا. Er wird die Erde mit Gerechtigkeit verbreiten. Oder er wird auf der Erde Gerechtigkeit verbreiten. كَمَا مُنِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. Genauso wie sie zuvor mit Ungerechtigkeit gefüllt gewesen war. SubhanAllah. Das ist seine eigentliche Aufgabe. Und das ist eigentlich auch das, was wir über Al-Mahdi mit Gewissheit sagen können. Dass er jemand sein wird,
von der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sein Name gleich dem Namen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Name seines Vaters gleich dem des Propheten sallallahu alaihi wasallam Vaters. Und seine Aufgabe ist es, dann was zu tun? Seine Aufgabe ist es, auf der Erde Gerechtigkeit zu verbreiten. Wann wird das genau sein? Wir wissen es nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt dir, ja, es könnte sein, dass vielleicht der letzte Tag dieser Dunya ist. Und Allah ta'ala würde dann diesen Tag extra verlängern. Wir können es nicht sagen. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, wirklich darauf zu warten. Die Schiiten, sie warten die ganze Zeit auf den Mahdi, dass er seine Hürde verlassen wird. Aus ihrer Sicht lebt er. Er ist sozusagen anwesend, er lebt. Aus unserer Sicht ist er noch nicht geboren oder er ist geboren, er wird noch kommen, wie auch immer. Aber wir brauchen auch nicht auf ihn zu warten, weil wir wissen einfach nicht, wann er kommt. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe jetzt, unsere Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, wir warten, bis der Mahdi kommt. Sondern unsere Aufgabe ist es, uns einzusetzen für diese Umma. Und wenn seine Zeit gekommen ist, dann ist seine Zeit gekommen. Dann wird er erscheinen. Und wir werden auch sehen, er selbst weiß nicht einmal, dass er der Mahdi ist. Aber das werden wir nächste Woche besprechen, inshallah. Wie und wann er erscheinen wird. Das werden wir nächste Woche besprechen, inshallah. Er selbst, wie es aus seiner Überlieferung erfolgt, wird nicht einmal wissen, dass er der Mahdi ist. Weil wie es der Prophet gesagt hat, يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَ Allah Ta'ala, er wird ihn dann in einer einzigen Nacht das zeigen, dass er der Mahdi ist. Und es wird auch gezeigt, er will gar nicht das annehmen. Und er will gar nicht als Mahdi angesehen werden, aber die Leute sehen in ihm diese Anzeichen. Und sie werden ihn dann zum Mahdi ausrufen und werden ihm dann den Treueeid schwören. Wie und wann, das werden wir dann inshallah ta'ala nächste Woche besprechen. Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi.